Stadt Schwatzingen. Moin. Moin. Servus. Moin. Moin. Servus. Hier ist das Landhandelfest und ja. Einfach mal hier angucken, was hier so gibt. Wir verkaufen mittlerweile alle Sachen. Außer Schweinefutter, oder? Außer Schweinefutter. Jo. Psst, das sagt man dann doch nicht. Dann sind es aber nicht alle Sachen, oder? Okay. Alle Sachen. Alles außer eine. Außer. Dann können sie aber nicht sagen, alle Sachen. Dann sind ja nicht alle Sachen. So, und ich darf noch eine Sache verkünden. Der Leon Müller ist jetzt mein Vize. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glühstrumpf. Herzlichen Glühstrumpf. Herzlichen Glühstrumpf. Die sind dran. Was? So. Oh, schöne Kappe. Wer ist gerade im Hintergrund gestorben? Ja. Das Fest, das haben wir hier halt so. Hier so, ja. Das ist der Landhandel. Hier so, ja so. Das haben wir hier halt so hingedingst. Haben wir hier so, ja, so hingedingst. Ich gratuliere dem Herrn Leon Müller zum Vize. Volker. Rattenopfer, oder? Ja, zum Vize. Der Landhandel. Hat jemand halt Tomaten? In deinem Gesicht. Vielleicht bald in meinem Gewächshaus, ich muss mal gucken. Ja, dieser Landhandel, der verkauft so Dinge, also für die Landwirtschaft. Ist deswegen auch wichtig für Schwarzsee. Unter anderem eventuell auch vielleicht mal so eine wichtige Steuereinnahmequelle. Dafür habe ich meine Zeit aber nicht eingetragen. So, Leute, es gibt frei Bier und könnt einmal den Land angucken. Und das Ding hier ist so allgemein so einfach nur geil. Harry, ja? Können wir gerade mal auf die Seite? Ja. Nein, ich wollte doch einen Tote. Gib mal deinen Schuh. Du hast doch ein Transportunternehmen. Ja. Ja, ich bräuchte eventuell bald einen Tiertransport. Ja. Von ein paar Schafen zu mir an den Hof. Ja. Kannst du mir da irgendwas sagen? Was es kostet und weiß was ich was. Ja, da muss ich zuerst mal wissen, wie viel. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie viel Geld ich ausgeben musste. Jürgen will auch noch Geld von mir. Für den Schafstall und für das Zeug. Aber du machst das auf jeden Fall. Ja, ja. Und es ist dann pro Tier? Pro Tier, Und eine Fahrpauschale oder wie machst du das? Jürgen. Bist du schon wieder am Lauschen? Nee, ich wollte mit dir mal vertreten. Warte, ja, wir gleich. Nee, ich hol dich ja gleich mit, ne? Jojo. Ich fahr nur gerade die Mulde leeren und dann stehe ich hier wieder hier hin. Ich bin jetzt gleich wieder direkt da. Jojo, passt. Muss noch was klären hier. Ciao. Warte, 100. Okay. Gut, dann gucke ich mal, wie viel ich mir dann nachher noch kaufen kann. Wie viel Kohle ich noch hab, wenn der Jürgen sein Geld hat. Okay. Gut, danke. Jo. Passt. Aber sehr diplomatisch geriet. Reagiert. Reagiert, so. Allergeil. Herr Neumann. Sie auch den Vize. Jo. Mit Ihnen müsste ich auch noch mal kurz quatschen. Ja, Moment, ich mach einmal kurz. Oder was? Herr Reinhardt. Kommen Sie gerade auch noch mal auf die Seite. So, ich wollte gerade wissen, wie ist denn Ihre Auslastung? Also es geht mir einfach darum, ich habe ja hier in der Nähe noch zwei Felder und ich weiß aber nicht genau, was ich mit denen jetzt anfangen soll, weil mein Hof ist halt doch ein Stück weg und ist halt für mich ein bisschen unproduktiv. Ja. Deshalb wollte ich halt wissen, was können wir da machen? Haben Sie Interesse, die Felder vielleicht abzukaufen? Sie haben aber Betrieb hier, kommen Sie mal auf die Seite. Nicht, dass sich noch einer überfährt. Ja. Nee, dafür habe ich noch nicht das Geld. Okay. Ich würde gerne eins pachten, ja, aber. Okay. Ja. Nee, verpachten wollte ich jetzt nicht.
Okay, nee, da muss ich das irgendwie anders klären, wie wir das machen können. Also, sie wollen auch nicht eins haben? Ich würde gerne das haben, aber ich habe da das Geld nicht dazu. Also ich sag Ihnen mal, was es kosten würde. Vielleicht funktioniert es ja doch. Die 69 wäre bei 96,6 und die 67 bei 115. Nur, dass sie sich vielleicht mal aufschreiben oder so. Ja. Okay. Gut, können wir dann nochmal eine Aussaat von Ihnen machen? Sie kriegen natürlich wieder das Angesäte. Eieieiei. Harry, aufpassen! Dass Sie nie aufpassen können hier. Haben Sie gehört? Ja. Also noch einmal ansehen. Sehen Sie nochmal an, was Sie wollen. Für sich. Und dann okay. Passt es. Ich schulde Ihnen auch noch 30.000. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das für den Hafer, gell? Hafer. Genau. Okay, haben Sie den jetzt schon zusammen? Der Harry ist da. Was macht der auf dem Dach? Läuft der Amok oder was? Ich befürchte ja. Okay. Kommen Sie rein, schnell. Dass der hier wirklich noch irgendwie einen Blödsinn macht. Oh, was haben sie da für ein Riesending stehen hier? Was ist denn das hier? Das hier vor uns, oder? Das rote Breite, dieses von Einböck. Das ist ein... Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ist ein... Riegel. Ein Riegel? Ein Striegel. Ach, ein Striegel. Okay. So riesig hier. Okay, also die 30.000 können Sie mir noch nicht zahlen, haben Sie gesagt? Nee, die kann ich noch nicht zahlen. Aber ich bemühe mich, dass es... Gucken Sie mal, dass Sie irgendwie Kunden finden. Ja, das ist halt das Problem. Okay. Ja, gut, also, dann schauen wir mal. Macht auch, was er will. Ja, den würde ich gerne mal als Bürgermeister absetzen. Wären Sie da mit auf der Partie? Aber sowas von. Okay, dann machen wir das mal. Also ich werde ein Misstrauensvotum stellen. Gut. Ich guck mal noch, dass wir ein paar Leute auf die Seite kriegen. Weil das nervt. Der kommt hier zu so einer Veranstaltung, die Sie zu Ehren halten. Und dann hat er keinen Plan, was er reden soll und labert hier nur Blödsinn. Also das entehrt ja. Sie eigentlich ein bisschen. Okay, ja. Aber ich guck mal. Okay, gut, dann jo. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss. Ja. Hallo, Hans? Ja. Ah, du. Ich muss gerade nochmal auf die Seite gehen. Ich habe gerade mit dem Maler Neumann gesprochen. Ja. Der wäre voll dabei, wenn wir den Bürgermeister absägen. Absägen? Ja, wenn wir den hier Misstrauensvotum, verstehst du? Ja. Also, jetzt sind wir schon zu dritt, wenn du noch dabei bist. Ja, klar. Mit dem Jürgen werde ich auch gleich nochmal quatschen. Aber ich glaube, der ist auch dabei. Ich glaube auch. Und dann müssen wir mal gucken. Mit dem Stromberger, da weiß ich nicht. Der ist zu nah an der Stadt dran. Ja. Dann würde ich da nichts sagen. Und beim Harry weiß ich auch nicht. Okay. Gut, dann müssen wir aber mal gucken. Dann sind wir wenigstens schon vier Leute mit dem Jürgen. Mhm. Okay. Gut, dann ich muss los. Der Jürgen will losfahren. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Jürgen! Ja? Können wir los? Du? Scheiße, ich steig grad rein. Oh, Moment. Was? Ja, mach ruhig ein paar Schramm in dein Fahrzeug, ist auch kein Ding. Jo, ist mir egal. Nee. Ach, so. Alter, der Reinhard, der geht mir so auf die Nerven. Ja, mir auch. So, ich spring mal grad raus, ich mach auf. Ja, oder auch nicht. Warte, ich mach.
zu spät. Also das ist der kleine Bug, den wir hier kennen mit dem... wo bist denn du jetzt? Muss irgendwo einsteigen. Das Problem ist mit diesem... er ist ganz cool mit der Passenger-Mod, aber jetzt habe ich gerade eben E gedrückt und nicht die richtige Taste und jetzt bin ich auf dem Jürgen seinem Sitz gelandet. Mhm. Dann kommt man leider im Moment nur raus, wenn man tappt. Deshalb musste ich gerade raustappen. Sorry, da fordert. Mach hier abstellen, weil der Harry ist hier gegengefahren. So andauernd. Vollidiot. Ja. Also, ich habe der Neumann-Wert mit dabei, wenn wir den hier rausschmeißen, den Bürgermeister und der Hans-Peter auch. Ja. Ich weiß nicht, dem Knoll müssten wir mal einen Brief schreiben. Der ist mit Sicherheit auch dabei. Ja, und ich wäre auch dabei, dann wären wir fünf Leute schon mal. Ja, vielleicht ich bin auch dabei. Ja, vielleicht ist dann noch jemand. Ich meine, so sechs oder sieben bräuchte man wahrscheinlich. Ja, Jürgen. Schauen wir mal. Warte mal, das Funkgerät wieder so laut, ey. Mensch. Ja. Volker steckt mir schon kannst ein. Du mir mal bitte die Berechtigung für die Bearbeitung von deinem Feld geben? Ach so, ja. Das wäre ganz nett. Ah ja, passt. Danke. Bitte. Fahren wir einfach mal runter. Jo. Mach mal den CB-Funk aus. Ja. Ist schlimm, ey. Okay. Gut, und ich habe noch eine Frage. Mhm. Wo bist du denn hin? Neben dir. Okay, dann gucke ich mal nach vorne, weil man sieht dich gerade nicht. Ja, auch so ein kleiner Bug. Geisterfahrer am Start. Ja, ja. Hier steht der Harry. Egal, fahr weiter. Warte mal, kann ich auch hupen? Nein, ich kann nicht auf die Hupe drücken. Ich hätte gerne noch irgendwie ein Gewächshaus oder so. Und der Bürgermeister hat gesagt, die kann man einfach sich bauen. Baugenehmigung wäre kein Problem. Gewächshäuser, ja. Okay. Kann man sich einfach bauen, ja. Gut, da müssen wir dann die Tage vielleicht auch nochmal. Aber erst muss ich noch ein paar Schafe kaufen. Da würde mir der Harry die runterfahren. Das ist schon mal ganz praktisch. Wie viel Geld hast du denn, wenn ich fragen darf? Ich habe jetzt im Moment 100.000. Ah stimmt, du wolltest da Geld noch haben. Ja, weil das sind nämlich 97,1. Ja, das passt schon. Der Landhandel schuldet mir noch 30.000. Weil die Schafweide kostet ja auch nochmal 65. Hä? Was willst du mir jetzt damit sagen? Ist ja in den 97 ist ja die Schafweide schon mit drin. 97. Warte, ja. Ja. Da muss ich mal gerade rechnen, wie viel. 15 hat das andere gekostet, ne? Ja, ja. Jetzt fahr erst mal zu Ende. Hey, tu das Handy weg. Du bist Polizist. Was soll denn das? Alter. Tipp dir auf. 17.100. Hä? Wie? Ich stand von dir. Nee. Doch. Nee. Die 15.000 Baukosten habe ich schon gezahlt. Muss ich nur noch die Steuer echt? Zahlen. Ah, okay. Ach nein, schon wieder. So, bin mal ausgestiegen. Das ist halt so ein Reflex immer mit diesem E. Ja, guck, hier sind nämlich diese, Ja, bau hier schnell mal den Zaun außenrum, dass der nicht merkt, dass hier Bäume gefällt wurden. Der hat mir nämlich ganz am Anfang gesagt, hier darf ich nichts fällen. Mach mal schnell. Ja, mach ich schnell. So. Achtung, Bohrmaschinen. Ich muss eigentlich mal hier... mich bereit machen, dass ich hier mal ein bisschen Gras mähen gehe. Hast du schon eine Wiese? Ja, ja, habe ich gepachtet. Welche denn? Die 100. Ah, da hinten in dem Eckchen. Ja, hat mich für zwei Grasschnitte habe ich da frei. Vom Bürgermeister. Ja, das ist cool. Na, dann viel Spaß, ne? Jo, oder warte mal. Ich fahr mal kurz hier über den zukünftigen Wiesenplatz drüber.
Ach, hier drüber. Ja, ja, das Gras, bevor das dann platt ist, fahre ich da mal kurz drüber. Dann baue ich hier schon die Zäune zusammen.